Hallo, herzlich willkommen beim neuen weiteren Video der Firma Autogesellschaft. Mein Name ist Enrico und das ist unser neuer Praktikant. Maximilian. Und dieser junge Mann, dieser nette Herr hier, man kennt ihn aus Film und Fernsehen, hat heute die große Ehre, eine Runde mit mir gemeinsam mit diesem wunderbaren Kraftfahrzeug zu fahren. Und zwar, ihr habt richtig gelesen, genau, es ist ein 601 mit Hykomat. Hykomat für alle Wessis, die es im Zweifel jetzt noch nie wissen, das ist quasi das Automatikgetriebe der DDR. Das weiß ich gerade seit ich das gelesen habe. Nee, gut, pass auf, Folgendes. Zu diesem Auto, ich will es euch gleich zeigen und zeige euch auch mal kurz so ein bisschen die Historie davon. Wo gibt's sowas? Warte, du möchtest sie mir jetzt nicht verkaufen, hoffentlich, ne? Achso. Nee, das kann ich nicht verkaufen, weil das Auto ist was Besonderes. Der ist zwar jetzt optisch nicht mehr der Schönste. Also, den geht's eigentlich wie dir, ja? Aber der hat eine coole Historie. Der ist erster Hand, was Max nicht von sich behaupten kann. Mhm. Nee? Diverse Vorhalter. Was gibt denn jetzt hier die Bescheid? Der R6. Der ist von seinem Besitzer am, warte. Der ist auch älter als ich. 6.2.89. Ja. Ja, genau. Am 6.2.89, glaube ich, das erste Mal im Straßenverkehr in der DDR zugelassen worden. Eben meintest du doch noch, der hat sich schlechter für sein Alter gehalten als ich. Also irgendwie, jetzt verdrehst du hier schon wieder die Tatsache. Nee, warte mal, du siehst schlechter aus. Der ist älter als ich. Ja. Und ich habe mich besser für mein Alter gehalten. Das wäre ein Kompliment mir gegenüber. Was siehst du? Ja. Das ist der Grundpreis, 11.315 Mark. Und mit Sonderausstattung waren es dann 13.233. Ja, aber was ist denn hier die Sonderausstattung? Ich glaube, das Getriebe, würde ich sagen. Und ich muss noch mal gucken. Ist das der Trabant, der da so qualmt? Ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr. Die Jungs haben mir gerade den R600 Lisa angelassen und den Trabi offensichtlich, und da ging gerade eine riesenblaue Ölwolke weg. Da habe ich gerade schon kurz geschielt und habe gehofft, hoffentlich ist das nicht der Audi. Man sieht die Wolke übrigens immer noch von hinten langziehen. Ich pack's einfach gerade nicht. Warum? Ich habe gerade innerhalb von dreimal Blättern die gesamte Betriebsanleitung durchgelesen. Guck mal, du hast hier einfach so 10 Seiten. Da hast du so Hykomat, Bedienung und Wartung, Fahrbetrieb, Fahren, Parken, bla bla bla. Und dann kommst du auch schon zur Wartung. Genau, Ölwechsel. Das ist der Rest. Und dann so Kupplungsspiel kontrollieren und nachstellen. Das war's. Ja, geil, oder? Ey. Das eigentlich genau deins. Wenn ich mir vorstelle. Wenn ich mir Sicherungen, Stellmotoren. Ja, wenn ich mir vorstelle, was ich mir alles runtergeladen habe am S6. Pumpen, Zündspulen, Injektoren, weiß der Teufel was. Injektoren alles anlernen, haben ja meine Kommentare auch behauptet, beim Benziner, man kennt ihn ja. So, dann haben wir hier noch, guck mal, hier alles da. Das ist quasi die Versicherungskarte gewesen. Zu krass, oder? 50 Mark oder was hat das gekostet? Ja. Geil. So, also die Historie ist recht komplett, weil Auto aus erster Hand, Kaufpreisrechnung, Bestellung, Kaufvertrag, alles ist da. Richtig cool. Schön in dem Commerzbank-Ding, das ja, ist genau da, mein da Humor. Ist die Kohle da. Im Commerzbank. Jawohl, da ist die Kohle da bei der Commerzbank. Übrigens, die Schlüssel alleine feiere ich ja schon, ne? Wie geil ist das bitte? So niedlich. Hat was. Super. Viele haben ja geschimpft, das ist ein 1989er. Auslieferung, also sprich einer der letzten, dann wohl mit dem etwas dünneren Blech. Man hatte dann aus Produktionskostengründen und Materialknappheit das Blech immer dünner werden lassen beim Trabant. Hat mich jetzt auch persönlich nicht so gekratzt. Für mich war persönlich wichtiger, dass das ein kultiges Auto ist, mit dem ich auch fahren kann. Dünnere oder was? Das dünnere Blech. Ach so, okay. Was dann wohl etwas rostanfälliger sein soll. Jetzt müssen wir mal gucken, wo er hin ist. Ja. Ah, da kommt er! Geil, sag mal, ey, wie ist den Qualm? Ich feier's, der Geruch alleine schon, Junge, da kommt Kindheitserinnerung. Ich wusste nicht mal, dass das Zweitakter sind. Ich weiß, jetzt werde ich komplett geröstet. Oh, jetzt hast du dich, jetzt wirst du richtig geröstet. Das wusste ich nicht. Oh. Grundausrüstung ist mit dabei, Zündkerzenschlüssel. Alles da? Ersatzzündkerzen sind. Das Auto ist ja komplett unrestauriert, ne? Das ist übrigens der Dominik. Dominik ist bei uns im Verkauf tätig. Hi. Und dieses Auto kommt woher? Wernigerode im Harz. Ja, und von wem? Von meiner Mutti, von dem Freund meiner Mutti. Genau, und der hat das Auto seit 1989 immer im Familienbesitz, wurde einmal nur umgeschrieben, also vom Opa zum Onkel. Mhm. Und genau, seitdem läuft er halt da.
Genau, und der ist unrestauriert, ne? Was man ja auch sehen kann. Der ist unrestauriert. Das Einzige, was nachgerüstet wurde, ist der Dachgepäckträger. Sieht man ja auch schon. Was macht man da Dachzelt drauf oder was macht man da drauf? Manche haben ja obligatorisch einfach immer nur einen Koffer drauf oder irgendwas in der Richtung. Es gab ja für die Fahrzeuge ein Dachzelt. Genau, richtig. Das kleine. Ist richtig cool. Kennst du das Dachzelt von den Dingern? Wir blenden jetzt mal ein Bild ein. Mensch, Bild einblenden, Max, das ist doch genau dein Stichwort, oder? Pass auf, ich zeig dir mal schnell, wie das funktioniert, damit du auch deine Zuschauer in Zukunft damit verwöhnen kannst. Du gehst einfach auf Google, gehst auf Bilder, am besten suchst du noch ein Bild raus mit einer ordentlichen Auflösung. Das hier sieht doch zum Beispiel sensationell aus. Wenn du besonders korrekt sein willst, machst du das Kennzeichen noch unkenntlich und dann ziehen wir das Bild einfach in Premiere rein, passen das hier noch gegebenenfalls von der Größe ein bisschen an, machst hier noch ein größeres Bild runter, legst einen Gaußschen Weichzeichner drauf, dann noch eine weiche Blende, hinten und vorne und schon, voilà, ist hier deine wunderbare Einblendung. Mega, gesehen. Ist wirklich cool. Ja. Genau, ansonsten, wir haben auch alles drin gelassen, was zum Fahrzeug dazugehört, was eigentlich auch echt cool ist. Sag mal, hat der Winterräder drauf? Ist ja mal krass, Hancock Winterräder, ich glaube die größte Zeit, hat er mit dem Winter gefahren, sag mal? Ja. Nein. Doch. Wirklich? Ja. Genau, ansonsten. Das Blech. Das ist das. Nein. Kann man jetzt aber auch feststellen, also wie gesagt. Leichtbau ist Rennsport, ja, Rennsport. Aber je später das Baujahr, umso dünner sind die Bleche geworden. Also richtig, merkt man auch tatsächlich. Ja. Das hat der Tobi gestern auch festgestellt. Der ist ja auch im Endeffekt da voll im Thema. Mhm. Das Ding ist ja so heftig. Mal ganz in der Parklücke tragen. Ja. Das ist ja so heftig. Das ist wirklich dünn, ne? Also vom Gefühl her. Sag mal, ich hab's auch noch nie gesehen. Ich hab dir quasi blind geguckt. Ja. Gibt's irgendwas, was scheiße ist, was man machen muss? Nö. Oder kann ich es so lassen? Kannst du so lassen. Okay. Ja. Also gut. Wie gesagt, einfach noch TÜV bis nächstes Jahr, Juni. Das ist gut, ne? Ja. Ich finde den geil. Anhängerkupplung ist ja Vollausstattung. Also, Also guck mal, der hat ja auch Preise gehabt, ne? Hykomat ist ja auch Preis gewesen, ne? Die Kopfstützen, ich weiß gar nicht, ob die dann serienmäßig waren. Nee, das Ding flasht mich mehr als deine E30. Bin ich ehrlich. Das sind ja dein Ernst jetzt, oder? Ich meine, ist schon geil, ne? Du bist doch keinen Meter gefahren und feierst es schon. Das Schöne ist, der ist eben nicht perfekt. Ich meine, die chromen Lampenringe, die habt ihr ja nachgerüstet, weil, ich glaube, die gab es ja so nie, oder? Ne? Die sind nachgerüstet, die Chromlampenringe, ich weiß, irgendwann wahrscheinlich in den 90ern der letzte Schrei gewesen. Ne? Und dann hier, das finde ich halt original. Da war doch einmal gepflegt. Was da passiert, weißt du es? Nee, das kann ich dir nicht sagen. Da ist ein LKW dran verschwellt wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, so wird es gewesen sein. Nee, aber mega, können wir mal vorne reingucken, sag mal? Klar, was natürlich mal den Kameraden, den Maschinisten angucken hier. Und natürlich Stilecht, ne? Ist darunter irgendwie ein Loch oder so, oder ist das einfach nur so als Gag? Nee, das ist ein DDR-Aufkleber. Das ist ein Gag. Das ist ein Gag, gut. Geht mal auch mal ein Herz für Kinder oder ist irgendwie weggegangen mit? Achso. Ja, da ist er. Der Maschinist. Ihr rastet ein, das ist die komplette Halterung. Ja. Ansonsten, wir hatten halt auch immer Leichtlauföl etc. und okay, zum Anmischen hier, ne? Genau, zum Anmischen. Idiotensicher sozusagen. Was ist das? Das ist der Tank. Das ist der. Du, ja, wo ist der Stab dafür? Hier ist er. Da ist der Stab, genau, kannst du hier ziehen. Ja, genau, pass auf, jetzt kann der Max mal kurz Füllstand kontrollieren, bitte. Okay, und wie weit kommen wir damit? Das sind 10 Liter oder was ist das? 6 Liter. 6 Liter. Wie weit kommen wir damit noch? 50 Kilometer halt? Ja, so in der Regel, denke ich mal, ist das drin. Ja. Okay. Also ich bin dann ab und an mal gefahren, ansonsten mehr meine Mutti und der Freund. Sportlöffel oder was hier? Nee, das ist die Lüftung generell. Das ist das Lüfterrad. Ich verstehe diesen Aufbau überhaupt nicht. Ja, das ist ein Zweitakter quasi. Ja. Der. Ja, hier quasi, hier ist die Lüftung davor und dahinter sitzen quasi hier oben die Zündkerzen. Siehst du da oben? Und wo saugt der an? Na, das wird der Luftfilter sein hier. Das ist der Luftfilter. Hier kannst du über den Schnellspanner kannst du ihn abziehen. Und hier saugt der Luft an. Genau, da saugt dann geht die hier durch. No. Da unten ist dann der Vergaser. No. Okay. Ja, wild. Und das Ding ist halt so gebaut, dass du theoretisch auf dem Parkplatz ausbauen kannst mit ein bisschen Liebe. Ja. Du kannst hier dann einfach mit den Splinten dann den Kühlergrill rausnehmen und schon kannst du quasi vorne, kommst du überall ran. Ansonsten, was cool ist, er hat Sonderausstattung, sogenanntes Mäusekino, Drehzahlmesser, schon mit Licht. Ach, hier drüben, ja, stimmt, das kam dann erst Ende genau. Ende der 80er. Ja, genau, hier ist rot und hier oben, also hier wird es noch gelb und hier oben wird es dann rot und der grüne Bereich zeigt halt immer die Drehzahl. Wie also, geil ist das bitte? Genau. Wie geil ist das? Ansonsten hier Benzinhorn im Fahrzeug. Ja. Also Spitze ist jetzt Richtung Z, das ist zu, unten ist auf und rechts ist Reserve. Reserve und genau. wenn also der Tankinhalt, den es mir jetzt anzeigt, ist mit Reserve, oder was? Genau. Ah. Ja. Also wenn er anfängt zu stottern, wie weit kommst du dann noch? Da wird es eng. Da wird es eng. Ansonsten ist hier drüben noch ein Shop. Kannst halt, wie gesagt, immer brauchst du jetzt eigentlich nicht, ne? Nee. Man sagt immer so ungefähr einen Zentimeter rausziehen, wenn er schwer starten sollte. Ansonsten anschmeißen, Gas geben. Ja, okay. Hykomatik ist natürlich ein absoluter Fall für sich.
Ja, wie funktioniert das? Weil ich sehe hier irgendwie doch ein drittes Pedal. Man kann das überbrücken. Das heißt, die haben tatsächlich eine Kupplung verbaut zur Sicherheit. Ja. Dass wenn die Hykomatik nicht mehr schalten sollte, beziehungsweise es zu schwergängig werden sollte, kann man die per Kupplung, kann man den Gang dann so einnehmen. Okay, das heißt jetzt also, ich habe quasi wie im Benz eine Lenkradschaltung, die auf D und der fährt oder was? So eine Richtung, genau. Und man muss den halt immer hier innen anfassen, weil so wird ein Kontakt hergestellt, richtig? Hast du zum Beispiel so. Hä, was? Warte mal ganz kurz. Jetzt ist der erste, zweite, dritte. Und wenn du rückwärts fahren willst, ziehst du komplett raus. Warte mal ganz kurz, der schaltet nicht alleine. Ich muss den Gang selber immer reinschieben. Genau, musst du. Also es ist ja nicht Vollautomatik, sondern nur Halbautomatik in dem Sinne. Aha, nur genau, dass ich nicht kuppel. Genau. Ich hab gedacht, es ist eine Automatik irgendwie. Nee, Halbautomatik. Okay, krass. Ja. Und der hat jetzt, der Kilometerstand ist wahrscheinlich original, oder? Der ist original. 23.000? Seit 89, ja. Der hat ja nicht viel gesehen von der Welt? Nee. Also am Wochenende hat er noch eine Harz-Rundtour gedreht. Eine was? Eine Harz? Harz. Okay. Ja. Lass uns mal eine kurze Runde zusammen fahren, damit ich das kapiere. Alleine die Sitzposition ist schon mega geil, Leute. Ich fühle das ja komplett, ne? Da bin ich ja komplett jetzt irgendwie 30 Jahre zurückversetzt in der Zeit. Geht der Sitz eigentlich noch ein Stück weiter hinter? Nee, das ist es. Das ist maximal. Das ist es. Das ist maximal. Oh, das ist echt so eng. Ja. Da bin ich so gewachsen, Alter. Das ist wirklich, da ist nicht viel Platz, ne? Nee. Und das, jetzt überleg mal, wir zusammen jetzt mit noch zwei Kumpels und einem Ballatron. Ja, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Bei über 30 Grad. Mhm. Mein Vater hat mal erzählt, die sind an der Ostsee gefahren auf einer MZ zu viert. Zu viert? Finde den Fehler. So, Bremse treten wahrscheinlich, sicherheitshalber, oder? Ja. Bevor das Ding irgendwie irgendwo hin marschiert, irgendwas zu beachten, einfach drehen. Einfach drehen und ich würde direkt ein bisschen Gas geben. Ja. Ein bisschen vom Gas weg. Und jetzt. Ist der Gang jetzt drin? Ja. Oh oh. Das ist schon ganz schön. Das ist komplex, Alter. Wirklich. Also muss man erstmal ein bisschen Gefühl für kriegen. Ich bin gespannt jetzt. Ich bin nicht so der Gefühlvolle. Das merke ich. Wie die Haube tanzt, ist sie zu? Nee, ich glaube nicht richtig. Nee, ne? Ja. Ja. Alter, Bremse, Bremse, Bremse. So bei Gas halten. Gas halten? Ja. Dass der mal so ein bisschen ausgehen will, dann müssen wir noch mal ran, oder? Ja. Das scheint nie so richtig zu laufen, oder? Ja, ist gestern von Dreh aus dem Harz hergefahren, 280 Kilometer, ne? Mit Tempo 100 oder was? Ja. Deine Frau gefahren oder du? Nee, der Freund war meine Mutti. Echt? Ja. Letzte Fahrt? Letzte Fahrt. So, und jetzt? Jetzt. Du hast ja, wenn er einen Gang braucht, dann ein bisschen vom Gas gehen und nach einmal nach oben. Einmal nach oben, ah, okay. Ja. Boah, wenn wir das hinkriegen, ist vielleicht besser, du fährst mit. Bin ich jetzt im Leerlauf oder wie? Nee, jetzt bist du noch im ersten. Jetzt müsstest du, warte, jetzt leer. Okay. Ja. Dann, warum merkt man das denn jetzt hier? Das ist ja, alles? Das ist die Stellung. Das ist einfach die Stellung? Das ist einfach die Stellung. Genau. Gut. Und ansonsten, wenn du jetzt startest, Gas geben, ich würde einen Schocken mal einen Zentimeter rausziehen. Ja, ja. Wahrscheinlich liegt es daran, oder? Ja. Mhm. Okay. Ja, und dann jetzt im Endeffekt kannst du schon ein bisschen vom Gas weggehen. Und jetzt? Das ist jetzt die 1. Genau, jetzt hast du Drehzahl. Ich fahre auch gleich ein. Wir fahren immer die Straße kurz vor und zurück, damit ich mal alle Gänge gesehen habe, weißt du? Ja. Gehen wir nochmal runter in den ersten. Genau, jetzt bist du im ersten. Ja. Gib Gas. Wir rollen rückwärts. Ich glaube, mit der Fahrt, das wird heute nicht. Ja, wenn ich muss, muss Tobi dir das nochmal genau erklären. Weil ich bin das Ding im Endeffekt einmal im Jahr mal gefahren. Ja, der hat irgendwie ein Standgasproblem so ein bisschen, ne? Also so richtig halten will er es nicht. Da müssen wir noch mal gucken, was da los ist, ne? Jetzt bewegen wir uns. Genau. Also das ist schon, also der, ich bin ja schon mal Trabi gefahren, Handschalter. Ja. Das war einfacher. Das ist wesentlich einfacher, ja. Das muss man schon ein bisschen üben jetzt hier, oder? Genau. Jetzt müsstest du aber theoretisch, wenn du jetzt links fährst. Ja. Das können wir machen. Ja, machen wir mal. Gib mal ein bisschen Gas rein. Ja. Und jetzt nach oben, zweimal. Genau. Noch weiter, ja? Ja. Ist er jetzt drin? Theoretisch schon. Geht nicht rein. Also ich denke, dass das die 2 ist, ja. Aber er geht nicht rein. Wenn nicht, lass uns mal tauschen. Ja, komm, heute morgen nehme ich noch über den Hof gefahren.
Leute, es ist doch komplexer als gedacht. Uiuiui. Ich habe gedacht, das ist komplett gechillt, ja. Automatik habe ich gedacht, jawohl, das ist es. Aber dass es doch so komplex funktioniert, hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Ich glaube, da jetzt ist ein Gang drin gewesen. Ich glaube, da muss noch mal ein bisschen Hand angelegt werden. Man sei das letzte Mal überhaupt gefahren, jetzt hierher eigentlich, ne? Ja. Über 150 Kilometer, ne? Genau. Wollen wir schieben? So schwer ist er ja nicht. Nee. Können wir rückwärts gehen? Hallo? Komm, scheiß drauf, das wird nicht geschiebt, die Sekunde. Ist gerade in weite Ferne gerückt. Wenn der Geruch, der entschädigt für alles. Was machen wir jetzt, Dominik? Schieben eine Runde? Ja, wir ziehen die Kupplung runter. Das ist wahrscheinlich jetzt das Schlauste, oder? Aha. Man muss aber vorsichtig sein, sonst rastet die oben gleich wieder ein. Das ist ein Schnappmechanismus. Ach, auch noch. Das macht es ja nicht leichter, ne? Genau, jetzt ist wieder drin. Scheiße! Wirklich so? Ja, ja. Okay. Soll ich euch abschleppen, oder was? Das kommt wieder. Mein Stuttgarter Hengst, der läuft, ne? Ja, irgendwie will der Hykomat nicht so wie wir. Das ist sehr... Du kannst ja mal versuchen zu fahren, Alter. Nee, ich habe das ja von außen gesehen. Du siehst es... Also, ne? Siehst aus, als würdest du... So strampeln wie bei Fred Feuerstein. Ja, so fühlt es sich auch ein bisschen an, weil wir ein bisschen lost sind. Mit der, entweder sind wir zu blöd, die zu bedienen. Hätten wir mal die einseitige Betriebserlaubnis Betriebsanleitung mitgenommen. Es gibt eine separate Anleitung für den, nur für den Hykomat. Echt? Nee, in der Betriebsanleitung ja, stand das auch. Dabei, ja, die ist mit dabei. Die müsste man einfach mal lesen. Ja, habt ihr die hier? Nee, aber in der. Super. Aber in der Firma hätte man die. Ja, und ja, okay. Ja. Komm, wir quälen uns jetzt irgendwie darüber und dann kannst du ja mal versuchen, ob du das in den Gang bringst. Du darfst die Anleitung lesen. Das ist es, oder? Das ist es, ja. Wie lange habe ich Zeit? Viertelstunde, 20 Minuten? Ja, easy. Ja, jetzt ist er komplett neutral. Ja. Kannst du ihn ja so. Ach, vielleicht ist das der erste, hä? Ist auch möglich. Siehst ja, du? Alter. Jetzt hört's aber auf, ey. Aber jetzt sagen die Max nix. Du musst es selber rausfinden. Also wir stellen jetzt wirklich zu blöd an, ne? Ja. Was sagst du? Wir nehmen jetzt den, der fährt. Das müsste theoretisch... Das ist die 1? Das ist die 1. 2 nach oben und dann kommt eigentlich die 3 und rückwärts ist rausziehen und nach ganz unten. Vielleicht gibt es irgendjemanden in der Community. Gut, unser Meister hat ja Erfahrung. Die Idee ist jetzt folgende. Kollege Max, der gerade auf dem Hof fährt, wird sich jetzt mit der Betriebsanleitung von dem Auto eine Viertelstunde lang befassen dürfen. Nicht, dass der Sack gerade googelt, ne? Und schön bei YouTube guckt, wie man den Hykomaten bedient. Das wäre ja wieder mal sehr, sehr frech. Ne? Wir gehen da mal kontrollieren, dass der keine Scheiße macht. Moment. Junge, du hast aber nie gegoogelt, ne? Ich habe mir gerade ein Tutorial angeguckt. Ja, das habe ich nämlich schon fast gedacht, mein Freund. Fassungslose Gesichter. Machen Sie sich breit. Darf ich jetzt in den Rolls-Royce krachen oder was? Das war schlecht. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich in neutral bin. Ja, da geht's schon los, ne? UV8. UV8. Ich muss einfach ein Foto machen. Das ist zum Schluss. Ja. Kompletter Rennsport, verstehst du? So. Da, wo es hinpasst. Wir müssen dir Gas geben, sonst bleibt er nicht an. Das ist euer eigentliches Problem, das Standgas. Ja, das Standgas ist das Hauptproblem. Also so macht das wirklich keinen Spaß, du musst am Standgas nochmal rumspielen. Können wir das jetzt kurz machen? Was denn? Am Standgas rumspielen? Naja. Ist nicht so einfach, ne? Gehst schon auf? Was anderes als eine S-Klasse, oder? Sprint-Fotisch. Ich geb Gas. Du gibst Gas? Ja. Oh. Aber ich bin noch in neutral. Versuch du mal. Guck, vielleicht kannst du uns das erklären. Wir gucken mal. Habe ich dir erzählt, dass ich so eine sehr niedrige Frusttoleranzgrenze habe? Ja, die ist nicht so hoch. Nee. Stimmt's, Tobi? Benzinern war schon mal zu. Ja. Benzinern war zu.
Standgasproblem vielleicht auch gelöst. Ja, der Dominik hat da die ganze Zeit rumgedreht, keine Ahnung. Standgas ist trotzdem scheiße. Ja, trotzdem nicht doppelt, ne? Das ist ein niedrig. Das macht keinen Spaß, ne? Warum wir jetzt irgendwie rumfahren, so macht da keinen Spaß. Was ist da los? Vergaser im Sack oder? Ich weiß, wie lange der stand. Wobei, der ist eigentlich gefahren eine ganze Weile. Ja, der ist so lange gefahren, 150 Kilometer. Gut, aber der dann hier war, lief er auch schon so. So, muss man einfach mal einstellen. Ja. Einfach mal einstellen. Wenn wir mal Zeit haben. Ne? Dass jeder gerade den Motor auf dem Parkplatz rausrupft und so. Mach doch mal. Ja, mach doch mal. Mach doch mal. Das geht. Ja, das ist ein cooles YouTube-Video. Ja, das mein Lieber. Ja, dann machen wir jetzt ein Video drüber, wie wir das Ding hier vor der Werkstatt rausrupfen. Warte mal. Nein. Ja, gut, dann lass uns noch mal ganz kurz auf die Highlights des Kraftfahrzeugs hier eingehen, auch wenn es jetzt gerade keinen Bock hatte, mit uns zu fahren. Sehr gerne. Mhm. Also ganz ehrlich, was ich ja fühle, sagst du ganz ehrlich, ist allein die Sitzposition und die Türgriffe, der Sound. Pass auf, es gibt nur ein Auto, was ein ähnliches Geräusch macht beim Türen schließen. An welches Auto erinnert sich das? E-Klasse. Ja. Aber ja. 100%, oder? Aber das hier finde ich auch ganz geil. Diese Konstruktion hier. Mega, oder? Ist das jetzt das Schloss, oder? Ja. Ja, gut, Freunde. Du musst es ja auch nicht so zuhämmern. So mache ich ja auch. Ja, ist ja auch schon laut. Aber ganz ehrlich, weißt du, was mir gefällt? Das ist keine übelste Perle, die Kiste. Der hat halt gelitten die letzten 30 Jahre. Ne? Hier vorne gab es mal irgendwie einen Anschuss. Da hat man hier oben mal ein bisschen notdürftig geputzt und repariert. Hier vorne ist irgendwas zerschellt. Könnte auch ein Adler gewesen sein, man weiß es nicht genau. Was ich halt natürlich mehr fühle, der Tobi hat zum Beispiel einen 66er Baujahr, also in der ersten 601. Da ist innen drin noch ein richtig cooles Armaturenbrett drin, so eine Art Elfenbeinlenkrad am Start, richtig cool. Ist das hier das Kassenmodell oder was? Eigentlich nicht. Den gab es noch als, glaube ich, als Deluxe. Ich glaube, da gab es dann noch mit, ich glaube, die Lautsprecher hier hinten. Ich weiß gar nicht, ob die. Das ist Nachrüstvariante? Ja, ich glaube nicht, dass das der hier ist. Die waren aber damals massenweise verbaut worden. Hier dieses Stepp, Oma-Stepp hier auf dem Armaturen. Mega, oder? Geil. Es hat seinen ganz eigenen Charme. Was ich halt cool finde, ist, dass er nicht perfekt ist. So hat man damit auch keine Sorge, damit ein bisschen rumzufahren, ein bisschen Spaß zu haben. So ist es irgendwie lustig, ne? Ja. Der muss halt nur richtig funktionieren. Also wenn er nicht funktioniert, ist das halt ein bisschen doof, ne? Dann macht das keinen Spaß. Wenn ihr dazu dann vielleicht noch mal ein Video sehen wollt von der Rakete vom Trabant. Ich bin dazu jetzt gekommen wie die Jungfrau zur Backpfeife. Der Dominik hat mir das angeboten und meinte aus der Hand und von meinem Onkel oder beziehungsweise von meinem Stiefpapa. Und da habe ich gesagt, du geil. Und der sagte, du bist ein Hykomat. Und ich wusste grob, dass es irgendwie ein Automatik sein muss. Und habe gesagt, das ist im Übrigen nur eine Halbautomatik, ja. Hat der gerade im YouTube-Tutorial ja, gesagt. Ist es auch. Es ist nur, in Anführungsstrichen, nur eine Halbautomatik. Korrekt. Ja, und mit dieser Bombensensation würde ich sagen, hauen wir jetzt in den Sack. Wir haben noch ein bisschen was vor heute. Eigentlich wollten wir jetzt mit dem Ding eine Runde drehen zusammen. Ja. Das hat sich irgendwie gerade ein bisschen erübrigt, weil wenn er nicht läuft, so richtig da irgendwie dreimal liegen zu bleiben, wäre zwar geil für den Content, aber muss heute nicht sein. So, an der Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Bis bald, euer Enrico. Max sagt, ciao, ciao. Ciao.